Hallo zusammen, hallo Freunde, nur ein kurzes Video zwischendurch. Ich habe noch Restfarben übrig, dieses Elfenbeinschwarz, Königsblau und Gelbgrün. Das Weiß ist alle, darum nehme ich noch von meinem abgefüllten Holzlasur, das ist ja noch die mit Lösungsmittel, mache ich da etwas rein in das Weiß. Und der Keilrahmen ist 15 auf 15 cm, also auch ein kleiner. Und jetzt schauen wir doch mal, was wir daraus machen. Wie gesagt, wirklich nicht mehr viel Farben. Aber ich schmeiß nichts weg. Ein bisschen Holzlasur rein. Ein bisschen Blau. Gelb, grün. Nochmal Holzlasur, sonst reicht mir es wahrscheinlich nicht. Die sind blau. Und vielleicht bekomme ich noch etwas schwarz raus. Und mache den Rest nochmal mit Holzlasur voll. Schauen wir, ob wir jetzt auch so einen Cloud-Effekt rausbekommen. So. Schön schauen, dass wir die Kanten auch zubekommen. So, jetzt drehe ich das wieder um. Dann lassen wir es noch etwas in die Mitte laufen. Überall Farbe soweit, ja, da noch. Okay, cool. So. Etwas erhitzen. Da ist auch noch ein bisschen. Diese Holzlasur entstehen wahrscheinlich wieder ein bisschen ein paar kleine Zellen. Das passt. Also gut, ich lasse für 10 Minuten wieder einwirken, zeige es euch gleich von daheim. Und dann war es das schon. So Freunde, ich zeige es euch gleich getrocknet. Weil das kleine Bild ist recht schnell getrocknet. Ich finde, es ist ganz gut geworden. Vor allem hier diese Linien. Okay,
Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bye.